In den letzten Folgen zu Let's Play Final Fantasy 8 wurden unsere Seed-Helden nach Delling City geschickt, um eine Hexe zu assassinieren. Doch gleichzeitig mussten sie kurz vorher eine Nummer besorgen, um dann einen Plan eingeweiht zu werden, an dessen selben Abend die Parade stattfindet, zu der wir jetzt gerade quasi emporsteigen. Wir hatten also nicht Zeit, irgendetwas großartig einzustudieren. Wir hatten nicht Zeit, irgendwas einzustudieren. Der Zeitplan ist extrem knapp bemessen. Aber trotzdem wird sie ihr Bestes geben und den Sprung in die Freiheit schaffen, um die fiese Hexe ein für alle Mal zu vernichten mit dem Anti-Blendax-Anti-Blag von Senso Odyne. So, guck mir mal. Gibt's da was im Fenster? Nein, auch keinen schönen Mantel, den der Squall zum nächsten Weihnachten schenken wird. Und langsam klettert sie über die Dächer zur Riesentankstelle, beziehungsweise zum Präsidentenpalast. Und dann ist sie angekommen. Schafft sie es? Kann sie die Hexe bezwingen? Ich meine, sie ist immerhin kein Seed. Das heißt, sie hat eine reelle Chance, sich irgendwas Intelligentes auszudenken. Beispielsweise... Ich bin die Tochter eines galbadianischen Obers. Da jetzt mein Vater Ihnen untergeben ist, wollte ich mich, vorstellen. Oh, das klingt sehr vertrauenserweckend. Ich habe hier, ein Geschenk mitgebracht. Meine abgebrochene Hand. Ja, genau. Es ist natürlich nicht so, dass diesen Kreisen sich der Oberst persönlich vorstellen würde. Nein. Oh, es ist vielleicht nur eine Frauenattrappe. Nein, oh Gott, sie ist ins Licht gegangen. Wahrscheinlich hat sie sich nichts dabei gedacht, war nur eine Blendgranate von irgendeinem Trupp von draußen. Oh, was ist denn mit ihrem Arm los? Oh mein Gott, ist der steif. Oder doch nicht? Oh mein Gott, epileptischer E-Mail-Empfang! Anfall! Das ist aber auch praktisch. So würde ich meine Wäsche auch gerne mal zum Trocknen aufhängen. Und sie ging kaputt? Oder ist es nur der krasse Föhn, der da um die Nase weht? Das ist der Albtraum eines jeden Chorfürsten der Spitzenklasse. Sie hat Hörner. Oder nicht alle an der Muschel. Sieht aus wie ein Rabe. Na, zumindest vom Federkleid. Wo kommt ihr Antennensatellitenempfangsanlagengerät vom Rücken plötzlich her, Oh ja, ich hab ganz vergessen, dass ich eine Frau bin. Ist das lecker. Oh, ich hab ja noch Termine. Bye, bye. Ja, da fragt man sich, warum sie diesen riesen Putzlappen auf dem Rücken trägt. Spart Putzkräfte! Während man so über den Boden entlangläuft. Guck mal, so zwei Staubsauger sehen doch viel geiler aus. Ich meine, es sieht cool aus, ja. Aber es kommt aus dem Nichts. Und da ist der Fernsehmoderator. Für die Sportschau. Wer meinst du? She's coming. They are coming. Ach, ist ja auch egal. Und so trat sie das erste Mal vors Mikrofon. Fähigkeit 1, sie kann Leute in der Luft schweben lassen und doof, aussehen lassen. Hey, the girlie there. Hä? Da oben ist nix. Renoir? Spiegelt sie sich etwa in der Uranlage? Es stinkt. Ich kann riechen, wie sie stinken. Ihr stinkendes Gesindel. Seit Urzeiten haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt. Eine törichte Fantasiewelt, die ihr euch im Kopf ausgedacht habt. Es gibt keinen Löffel. Dunkle Kostüme, grausame Rituale, in denen fromme Bürger geopfert werden. Hexen verbrennen das fruchtbare Land und lassen die Erde zu Eis erstarren. Moment, wenn's verbrennt, wird's irgendwie nicht kalt. Schwachsinn! Wo jetzt die Hexe aus eurer Fantasiewelt nun auf der Seite von Galbadia ist, glaubt ihr, dass ihr euch in Sicherheit wiegen könnt? Hä? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt umgeben von Illusionen? Edea, was soll das? Ede! Niemand nennt mich Ede. Die Realität schmeckt bitter. Die Realität schmeckt nichts, überhaupt nicht süß. Ihr törichtes Volk, ich werde es euch zeigen! Wolfi geht es gut, Schatz. Wolfi geht es glänzend. Oh mein Gott, hat der Fußpilz!
Juhu, sie hat den Präsidenten getötet, sie hat den Präsidenten getötet, sie hat uns alle wie Scheiße behandelt. Und wir lieben sie, wir ehren sie, sie ist geil, sie ist eine Frau. Und sie macht nicht pfff, wenn man Feuerzeug dranhält. Versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde für euch tanzen in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen, eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit der Illusion verschmelzen und Galbadia als ihr treuer Untertane mit ihr. Wo ist ihr Ding auf dem Rücken geblieben? Vielleicht hat sie es weggetanzt. Sie ist die Disco Queen. Naja. Ich kapiere es nicht. Die Leute so, die raven weiter. Sie freuen sich. Wir sind Masochisten. Galbadianer sind mit dem Masochistengehen geboren worden. Hexen brauchen Opfergaben. Sie brauchen grausame Rituale. Oh, ja, dieses Geräusch ist echt grausam. Oh oh, was passiert denn da jetzt mit der Verzierung? Wird sie auf die Menschen herniederfallen, viele gleichzeitig töten? Nein, sie werden zum Leben erweckt. Und dann? Sind es Wachposten, die das Attentat verhindern wollen? Oder sind sie neugierig, was oben ist? Ich bin doch nicht neugierig. Ah, Blut, Gedärme. Ja, das ist ein sehr tolles Blutopfer, ne? An allen vorbei, sie hätten ein riesen Gemetzel in der Menschenmenge irgendwie absolvieren können. This is bad. Das geht in the trousers. We must renew to help. Oder? What are you thinking, Squall? Die Parade hat noch nicht begonnen. Das Tor ist noch zu. That do you mean not in earnest, he? International. Nee, Moment. Seht mal, die Verglasung hält. Es fängt schon an. Und ich bin nicht beim blutrünstigen Gemetzel dabei. Wir müssen schnell hier raus. We must go. My people need me. So, was haben wir denn da? Wie soll man denn rauskommen hier bei dieser verdammten... Oh, wenigstens eine diesmal versucht. An der Klinke. Und nun? Automatisches Sicherheitsschloss. Es ist aussichtslos. Also Zeit, wie eine Trommlerin auf dem Tisch herumzutrommeln. Oder versuchst du gerade irgendwie am Hintern von Xel... Nein, er traut sich nicht, das Fenster kaputt zu machen. Upsala, was haben wir denn hier? Aha! Eine tolle Kaminstatue oder sowas. Mit einem Hocker unten drauf. Ja, wir könnten den Hocker doch jetzt nehmen und vor das Fenster stellen und damit das scheiß Fenster einhauen. Suchen wir weiter. Ja, sucht mal. Ich hab das einmal gesehen. In einem Agentenfilm. Oh, was haben wir denn hier Feindes an der Wand? Geh zur Wand! Nein! Christus, schau doch mal, ob es sowas gibt. Was, Bilder? Klar, Bilder gibt es immer wieder. Heute oder morgen. Ich will nicht aus dem Fenster gucken. Ah, da ist es doch. Die gute Dame aus Katzenauge, die Frau mit Bart, Bild, erinnert mich doch glatt irgendwie an das E-Mail-Ersatzfundstück hier. Aber sie hatte ein Glas in der Hand. Oh, hier stehen Oh, er mag den Busch nicht, weil ich den Busch lieber mitnehmen wollte als ihn. Und jetzt macht er Sparring mit ihm. Hier muss bestimmt ein Schlüssel sein. Oder auch nicht. Wie wär's, wenn du das Ding mal anfasst, Freund? So, wir nehmen ein Gläslein, weil wir uns jetzt alles hinter die Binde kippen wollen, weil was bleibt uns jetzt nur noch übrig, als Alkoholiker zu werden, ne? Ist hier was im Gras drin? Nein, natürlich nicht. Wir könnten es rauchen. Oder wir stellen es einfach da rein. Ja, hätte natürlich bestimmt nichts gebracht, irgendwie einfach nur die Hände nach unten zu drücken, ne? Ausgerechnet hier? Es ist gemein! Gehen wir. Wir wissen noch gar nicht, wo es hinführt. Oh mein Gott, Selfie! Die Tür ist links, die zum Ausgang führt, ist links daneben. Wie weit kann dies hier schon ein 2 oder 3 Meter weiter rechts an der Diele vorbeiführen? Wir können hier aber nicht herumstehen und tun's trotzdem. Kann ja nur der Nebenausgang sein oder so. Was? Moment, das führt nach unten? Moment mal. Also, von hier aus gesehen, etwas weiter runter in die Blickrichtung von Quistis, müsste der Ausgang sein, wo der Oberst rausgegangen ist, die Tür, die verschlossen wurde.
Ja, das sieht jetzt aber danach aus, als wäre dieses Haus richtig gut konstruiert, was? Da ist doch kein Platz mehr. Wir müssen hier quasi in der Diele sein, die wir eigentlich, worüber wir den Raum betreten haben. So, ich mache jetzt einen Frustspeichern. Und natürlichement hat der Villa-Ansatz Resident Evil einen direkten Zugang innerlich der Räume zur Kanalisation. Ist klar, natürlich ist das so. Warum auch nicht? Na gut, es macht vielleicht indirekt Sinn, dass so ein Militärstützpunkt hier in so einem Ort dafür vorbereitet wird, dass man fliehen kann. Flieht, ihr Narren. So, wie kommen wir jetzt weiter? Was können wir tun, hä? Wir benutzen einfach das Riesenrad. Anstatt natürlich darüber ganz nach oben zu fahren und sich an die Strippen zu hängen, wo dieses Rad dran hängt. Nein, machen wir natürlich, gehen wir hier ordentlich erstmal baden. Oh, ich höre euch rufen, Bernd. Kopple deine GFs. Es fängt an. Oh Gott, die Freimaurer singen. Oh, das ist die Parade. Yay, sie hat uns beschimpft. Sie wird das Land am Arsch kriegen. Und uns alle auch. Aber wir freuen uns trotzdem. Die Parade ist geil. Freigetränke für alle. Buja. Ich kapiere diese Menge nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Juhu, sie hat uns alle beschimpft. Yay, wir jubeln ihr zu. Vielleicht leben wir dann 3 Tage länger und werden nicht als Erste in ihren Sexsklavenkerker geworfen. Gut, dass Batman in dieser Stadt ist. Der Joker muss hier auch irgendwo sein, bei dem ganzen Gesindel, was davor rumtanzt. Und wo sind übrigens die Sicherheitskräfte, die dafür eigentlich zusehen? Sollten das ihr neues Regierungsoberhaupt? Aha. Ja, Galbadia dürfte kein Rechtsstaat sein. Oh, der Präsident hat sie umgebracht vor laufenden Kameras und vor allen Zuschauern. Oh, alles okay. Wir lieben Massenmörder. Los, go, auf geht's. We must help her. Think not so herum. Renoir wird sonst kill. Ich meine, death to Renoir. T-D-E-D. Dead. Wäre es intelligenter gewesen, einfach so eine Rakete auf sie drauf zu ballern, meinem ganzen Feuerwerk? Achso, Squall ist hier. Hello, fashion lady. Hey, sexy lady. Wie ging das noch gleich? Dieses Lied. Ich habe die Kraft! Achso, nee, dafür fehlen mir die längeren blonden Haare. Ich glaube, die neue Version von He-Man hat kürzere Haare. Oder zwischenzeitlich gab es mal einen mit einem kleinen Pferdeschwanz. Ich habe aber keinen Pferdeschwanz. Ich meine, oh mein Gott, sei verlebt! Damit habe ich nicht gerechnet, werde das kommen sehen! Wo ist Squall? Hat er sich hinter deinem Mantel versteckt? Er sieht so aus. Oder... Das ist sehr unauffällig, wie du da rumstehst, Irvine. Oh, verdammt, ich hab's mit Stärke in der Wäsche gehabt. Wo ist meine neue Haushälterin? Und damit sind wir eingefallen. Und ich mach Frustspeichern Nummer 2. Nach einem kleinen Kopplungsupgrade. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir könnten jetzt mit dieser Truppe natürlich auch nochmal in das Klosett da unten reingehen und uns das Magazin holen. Und falls ihr euch fragt, könnten wir denn jetzt nicht mit der anderen Truppe auch an dieses Magazin kommen, mit der wir schon innerhalb der Kanalisation sind? Nein, man kommt zwar bis zu diesem Raum, wo dieses Magazin liegt, aber dann ist man auf der anderen Seite des Gatters. Man sieht es da liegen, wenn man denn da langläuft überhaupt, aber man kommt dann erstmal nicht ran. Okay, Seeds sind anscheinend auch nicht wesentlich besser im Klettern als die beiden hier. Und was haben wir uns gemerkt, was die Hex für Fähigkeiten hat? Sie kann Leute mit ihrer reinen Geistesmacht schweben lassen, total verkrüppeln. Und sie kann aus 5 Kilometern Entfernung irgendwelche Steinstatuen zum Leben erwecken und mit ihrem Willen fernlenkend auf irgendein Opfer zwingen, das anzugreifen, was sie gerade so in der Nähe findet. Das heißt, ja, Scharfschütze ist an und für sich vielleicht dann doch keine ganz schlechte Idee. Oh cool, wir werden bezahlt beim Klettern. Da muss der Sid wahrscheinlich gerade mit einem wahnsinnigen Fernglas zusehen. Oh, ho, ho. Gut, dass der Squall so einen knackigen Prachthintern hat. Hey, Lust Karten zu spielen? Ah, verdammt, der ist noch, glaube ich, mit zu verrotten beschäftigt. Verrotten zu beschäftigt. Hey, Fans! Naja, ich habe gedacht, die sind auf Seite gegangen, als Idea da mit ihrem Prachtwagen durchgefahren ist. Aber offensichtlich hatten die das nicht nötig. Sie haben es geliebt, sich zu Zombies plattmanschen zu lassen. Wo ist Edea? Ich meine, Renoir. Renoir! Vor Bostheim! Gegen Schmelke! 2 Schmelke! Oliver Schmelke? Nein. So. Zuerst machen wir... We must save Renoir! Die können versteinern und sind momentan im Autozustand Reflekt bis...
wir Karbunkel-Chan rausziehen. Und ansonsten, ja, sind sie empfach. Sind sie ein bisschen schwach gegenüber Beben, haben aber eigentlich sehr, sehr starke, wie soll ich sagen, Verteidigungskräfte. Das bedeutet, normale Angriffe sind eigentlich gar nicht so gut gegen die, aber mit Hilfe von Beben und Rauben können wir ihnen ein bisschen was zusetzen und was klauen. Das ist okay. Ja, komm, lager mal ein paar von den Steinzaubern, die man sonst noch daraus ziehen kann. Nicht, dass ich es unbedingt bräuchte, aber ich hasse es, dieses Fragezeichen da zu sehen. Ansonsten nicht wirklich viele Lebenspunkte. Von daher sind sie jetzt Geschichte. Ich glaube, die haben maximal auch irgendwie knapp unter 2000 Lebenspunkten im ganz krassen Fall. Ich glaube, Level 19 oder 20 ist das Höchste, was die überhaupt werden können. Leveln also nicht unbegrenzt lange mit. Und deswegen habe ich meine Fähigkeiten der GFs wieder ein wenig umgeändert. Habe jetzt alle GFs an meinen Leuten, an meinen beiden Leuten hier ausgerüstet, damit jede 20 Punkte bekommt. Und jetzt muss ich doch glatt mal kurz Pause machen, weil ich gerade nicht weiß, wie ich Karbunkel benennen darf. Kleinen Moment. Oh, es wird beinahe vergessen aufzunehmen. Wo haben wir es denn? Da ist es. Und zwar, es ist der Liebenswerte. Ich hoffe, er guckt es sich dann auch halbwegs zeitnah an. Renatus T, U und S. Renatus, wo haben wir die 6? Da, Renatus 6. Willkommen in der Truppe der Helden. Der Versager. Ich hatte solche Angst. Oh, sie ist doch noch nicht verkrüppelt. Gut. Können wir noch was mit der anfangen vielleicht? Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Es ist vorüber. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Das war doch nicht dein erster Kampf. Alleine konnte ich nichts ausrichten. Ich konnte alleine nicht kämpfen. Sie ist eben ein Amateur. Wir gehen. Und wir sind die, die auch keine Ahnung von nichts haben. Deine Anweisungen gelten nach wie vor. Oh mein Gott, sie hat ihren Arm durch seinen Arm gesteckt. Du bleibst in meiner Nähe. Du kannst deinen Arm woanders hinstecken. Mal sehen. Ah, da kommt noch das dritte Rad am Zweirad vorbei. Gut, dann ist es wohl an der Zeit. Es ist wohl an der Zeit, das Klepplein hier aufzumachen und unsere Mission dann zu einem sinnvollen Ende zu bringen, oder? Ah, hier liegt die Wasserpistole. Nimm sie! Oder ich nehme sie. Ich wollte mich schon immer mit sowas rumballern. Irvan Kineas, dein Auftritt. Ich mag die Szene im Grunde schon, die jetzt so kommt, glaube ich. Ist ja ein bisschen lange her. Man sollte sich jetzt nicht unbedingt so hinsetzen, dass wenn das Ding angeht, dass der gute Irvan Kineas und der Rest dann direkt zu sehen sind auf dem Serviertablett. Warum ist er plötzlich so still? Verstehe, er will sich konzentrieren. Der einsame Schütze. Von hier aus hört man nichts. Was ist mit der Parade? Cypher, du lebst also noch. Wer hätte das gedacht? Renoir. Cypher lebt. Er marschiert zusammen mit der Hexe. Nein, er lässt sich chauffieren zusammen mit der Hexe. Was hat das zu bedeuten? Er muss nicht viel gehen. Ich weiß ich's. Wenn ich mit der Hexe in einen direkten Kampf verwickelt werde, muss ich dann auch gegen Cypher kämpfen? Ein Seed kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So etwas ist doch normal bei euch. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern. Hängt alles von Irvine ab. Das sind jetzt die richtigen Worte, die man da wählen kann, Squall. Das kann doch nicht. Hat der Typ Angst? Oder Schluck auf? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Oh mein Gott. Eine Hexe, die alles umbringen will, was uns nicht über die Leviten läuft. Ich oder so ähnlich. Und doch? Tja, da könnten wir ja nur von Glück sagen, dass unsere heißgeliebten Super Seeds... Verdammt, ich komme hier nicht vorbei. Oh, verdammt, ich wollte nicht zurückgehen. Dass unsere heißgeliebten Super Seeds zufälligerweise ein ganz großes Auto stehen hatten vor dem Gebäude, wo sie mal ganz leicht rüberkraxeln konnten. So, neue Gegner. Aber ich greife erstmal diesen Typen hier an, weil die
glauben, ich könnte irgendwas Böses und Fieses. Ah. Hey, so, okay. Weil die können Engel haben, diese Schatten. Und da möchte ich mit zwei meiner Leute gerne ein bisschen dran rumnuckeln und mit dem Xel dann erstmal die anderen... Nein, wir drawn den Engel aus ihnen raus. Ich meine, die haben irgendeinen Instant-Death-Angriff, bin ich mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Der Herzschmerz könnte es sein, nachdem sie ihre Gedärme an ihren Gegnern ausgeleert haben. Hey, es ist manchmal ein bisschen dämlich mit dem Rumdrücken auf den Knöpfen, um ja, die Gegner entsprechend anzuvisieren, wenn man denkt, oh, jetzt muss ich nach links drücken, nach rechts drücken, ich meine nach links drücken an dieser Stelle hier, dann, weil da darf ich nicht nach links drücken. Was ich, glaube ich, auch vergessen habe, ist, Zauber zu koppeln mit ihr? Irgendwas? Kommt mir gerade jedenfalls so vor, da kommt zu wenig rum, bei rum. Ich werde nochmal gucken. Ich werde in der nächsten Folge erstmal eine Kopplung dann demonstrieren, aber ich glaube, so wahnsinnig viel mehr als das an Gegnertypen gibt es in der Kanalisation auch nicht mehr. Das war doch mal sehr gescheit. Oder war das bei Quistis, wo ich es gerade gedacht habe, das geht jetzt. Jedenfalls meine ich, die könnten Instant-Death-Krams irgendwie haben, sodass man in der Lage ist, mit ihrem Engelzauber sie eine eigene Truppe wieder zu beleben. Das ist ein, greifbar an, Freunde. Und... Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ich greife jetzt mit Selfie nicht an, ganz einfach, weil sie nichts an Stärke dabei hat. Da muss dann Quistis jetzt gleich nochmal ran. Ist zwar die suboptimale Stärkerin, aber was soll's. Da können wir mal gucken, ob die irgendwas in ihren Schattentaschen bei haben. Oh, ein Korallensplitter. Ich glaube, das ist sogar einigermaßen gut oder sowas. Wie gesagt, ich werde meine GFs und meine Kopplungen in der nächsten Folge nochmal zeigen. Wobei, ich gucke jetzt gleich nochmal ganz kurz rein, wie das ausschauen tut. Oh ja. Kleinen Moment. Ne, irgendwie einigermaßen... Ah, verdammt nochmal. Ich kenne mich in der Kanalisation, ehrlich gesagt, hier vom Start weg nicht so ganz gut aus. Okay. Diese Leiter ist nur eine Attrappe, mit der man so etwas hinbaut. Und von daher können wir damit eine kleine Brücke bauen, um an diese Seite zu kommen. Mit der Hilfe wir einen Medica-Draw-Punkt finden. Und die Selfie soll sich da mal ein bisschen was rausziehen. Die gute, weil die das Ganze gekoppelt hat. Konnte ich? Moment. Ging das nicht? Ja, das ist ein bisschen blöd. Moment. Ich kann auch, glaube ich, hier dran vorbei. Nein, ach verdammt nochmal. Es tut mir leid, ich komme mir gerade vor wie der letzte Anfänger hier gerade. Man kann manche Wasserräder benutzen, um rüberzukommen. Und manche kann man wiederum nicht benutzen, um rüberzukommen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob es so rübergekommen ist. Ich hatte in dem Kampf gegen die zwei Schmelkes erwähnt, dass man gut mit Beben gegen sie arbeiten kann. Also was ich eigentlich meinte, ist, dass sie schwach gegen das Erdelement sind. Dementsprechend hatte ich Beben mit beiden Charakteren an den Elementangriff gekoppelt, sodass wir da einigermaßen bei rumkommen. So, ich muss selber mal gucken. Da ist ein schöner Drawpunkt. Das könnte, ich bin mir ganz sicher, ich glaube, das könnte Zombie sein. Dazu muss ich sagen, mit könnte, hätte, tuten, hin und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einer Folge schon so entsprechend weit komme. Deswegen habe ich mich nicht so weit vorbereitet für diese Folge. Ich wollte doch nicht durch die Kanalisation anfangen zu laufen. Aber den Dreh müsste ich... Von da sind wir, glaube ich... Moment. Ah, stimmt. Hier war noch der Bio-Draw-Punkt. Ich glaube, Selfie hat die höchsten Magiewerte. Da soll sie mal ziehen. Und es kommen trotzdem nur vier dabei rum. Alles Kacke. So, wir wollen erst einmal... Mal gucken, wir können... Können erstmal hier in den nächsten Kampf kommen. Noch? Hey, hey, Quistis, hey. Ah, also, wenn man nicht rüberlaufen kann, dann kann man mit dem Rad sich rüberdrehen lassen. Und von dieser Seite aus gesehen, dürften wir auf diese Seite wieder kommen. Sehr schön. Ich laufe noch nicht mit der Gegner 0%, 0% habe ich noch nicht. Mit der Gegner 50% Ability hier rum, einfach los. Einfach, weil ich noch die ein oder anderen Ability Points noch mitnehmen möchte. Gerade auch, um Gegner 0% zu lernen für einen gewissen optionalen Bereich. Ihr wisst, welchen ich meine. Ihr wisst es. Und wenn ihr das nicht wisst, dann werdet ihr... Ja, das dauert noch ein Weilchen. Das dauert... Ah, ich wusste doch, da kann man doch durch. So, damit haben wir den Weg zurück wieder quasi angetreten. Und das liegt einfach nur daran, weil ich den Rundlauf haben wollte. So, dann können wir hier runter. Diese Leiter kann man umschubsen. Ich glaube, von die... Verdammt, das wollte ich nicht. Von dieser Seite aus kommt man dann zum Magazin, also wo man dann nicht rankommt an das Magazin. Und hier kann ich jetzt erstmal nochmal... Ja, okay, kann ich nochmal die Leiter hochklettern, um meinen Fortschritt zu speichern. Doch wird Hasenfuß Irvine wie ein echter Amerikaner Notwehr betreiben,
und den Trigger pullen, wenn die Idea in Reichweite ist. Wird unsere Truppe noch aus der Kanalisation rausfinden und an das Tor kommen oder was auch immer sie vorhaben. Das erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Ciao!